Moin moin und willkommen zurück. Eine weitere Folge Zelda Breath of the Wild im Master-Modus. Was haben wir letztes Mal geschafft? Alles. Nein, wir haben aber die vier Schreine hier auf dem Plateau geschafft und haben dann mit dem König geredet, der uns gesagt hat, ich bin ein König. Jetzt wissen wir unseren Auftrag. Wir müssen ins Dorf Kakariko und werden das auch machen. Aber erstmal hier runter und das können wir nur mit unserem Parasegel, das wir bekommen haben. Und noch einmal kurz. Wohl nicht. Okay, legen wir mal runter. Ja, klar. Leuchte was. Können wir sehen? Ein kleines Spielchen. Königreich, Hyrule. Erde. Hier. Oh. Bam. Gut. Ja, du hast mich entdeckt. Ja. Super. Tschüss. Okay, Korksamen können wir natürlich auch nachher ganz gut gebrauchen, um mehr Taschenplätze zu bekommen. Unten sind Pferde. Wir können uns. Größer, den wollten wir vielleicht nicht. Pferd und. Finde sie. Weiß es nicht. Ganz nicht mehr. Mehr schwimmen. Ja, aber wir können es ja mal. Fisch. Ah. Natürlich dumm, gegen die zu kämpfen. Muss mal sein zwischendurch. So, und da schauen wir mal weiter und gucken, ob wir noch ein paar. Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen aufrüsten. Wir sind leider zu. Dagegen. Oh, warte. Und eine andere. Ein Bock.
Eine andere Waffe. So, was? Na? Uff, das hätte böse enden können. Gut gemacht. Mag es zwar nicht, wenn jemand dankbar sein zu müssen, aber du hast uns immerhin gerettet, also danke. Weiter Reisbett. Nächstes Mal zeige ich's dir. Erzählen? Der Göttin Hylia sei Dank. Der Bossin. Wer hier nach Schätzen sucht, muss sein. Ja, die werden wir ein paar Mal noch treffen auf Reisen und immer wieder ist sie in verfänglichen Situationen. Ach, Schätzen suchen ist gar nicht so verkehrt, das machen wir auch. Diese Kiste haben sie wohl übersehen, diese beiden. Puh, nicht gute. Ihr Schild. Man hat doch schon so viel gesammelt, jetzt gibt's. Na gut, also. Den werden wir mal rausnehmen hier. Ah, ja. Da die Weise. Okay, versuchen wir mal Impa zu besorgen. Weisen, aber die brauchen. Rausgeworfen. Ja gut, eiern wir mal dahin. Hoffen wir, dass wir hinkommen. Auf der Hut sein. Denn es ist wirklich bockschwer, das Spiel hier geworden. Wir schon Waffen zerschmettern, schon unten, was sehr ärgerlich ist. Gegner auf. Der Typ da hinten. Ian. Noch nicht so Scheiße. Nee, der Boot. Ah. Gar nicht entdeckt, wo er jetzt gerade drin sitzt. Dann sitzt er immer in der Erde da. War nochmal der. Ach, kacke. War auch mit. Problem. Wir müssen auch mal killen. So. Wenn welcher Knopf das war, um die nochmal zu erledigen, das wusste ich. In diesem Weg müssen wir eh durch. Lass uns bald marschieren. Vielleicht ein paar Ressourcen sammeln. Auch. Ja, ich. Dumm.
dem, was man kochen kann. Kann einen durch und durch immer. Das war lustig. Eben, wenn ich als die normalen Modus gespielt habe, ich schon sehr, sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Sehr gute. Und die waren schon so auf dem Baum. Die ganz cool. Macht und dann die können wir natürlich killen da drüben, dann würden wir noch mal mit Bienen noch runterjagen. Hin. Und die anderen auch noch killen? Das machen wir doch. Nein! Och Mann, hätte ich noch mal ein bisschen Leben noch mal genommen. Da war ich mir zu sicher. Da war ich mir einfach zu sicher. Das war ärgerlich. Ja, das regt mich gerade auf. Aber naja. So ist das, ne? Wenn man das hart spielt. Oder man einfach nur scheiße kämpft. Oder man meint, man ist unbesiegbar. Gar nicht ist. Ja, eigentlich. Aber ich. So. Ja, die Aufgaben werden wir auch alle machen. Runter?
So, da haben wir keine Waffe mehr. Oh. Oh. Ja. Ich hab alle erwischt. Sehr gut. Haben wir die Truhe auch? Sehr gut. Nicht? Pilze? So, dann haben wir hier oben drin ist. Vielleicht hat es sich ja sogar mal gelohnt. Lohnt sich ja nicht. Gut, laufen wir mal unserem Ziel näher. Irgendwann. Nächsten Lagerfeuer müssten wir noch mal ein bisschen. Lass uns doch den Schrein da hinten mitnehmen. Nein. Nee, du blöder Pfeil. Und müssen wir auch ignorieren, weil der sehr mächtig ist. Los geht's. Wo ist die Truhe drauf? Laufen vor denen? Marsch hier? So. Direkt rein. Gehen wir auch rein. Gespannt. Kann mich gar nicht an die ganzen Schreine mehr erinnern. Werden wahrscheinlich nicht so schwierig sein zu machen, aber trotzdem. Teilweise kann ich mich wirklich an viele Sachen nicht mehr erinnern, muss ich sagen. Und das ist vieles das eigentlich. Aber es ist auch so viel, was man machen konnte. Vom Winde verweht. Du natürlich. Oh ja, in den Wind sind die schon. Geht's da rüber? Wo geht's denn? Zurück.
geht hier? Karl. Okay. Oh. Eine dumme enge Kiste. Okay, das war dumm. Sehr dumm. Sehr dumm. Naja, nicht weiter schlimm. Wie kommen wir denn da rüber? Könnte ich ja nur. Bei der Sch. Oh. Okay, das geht auch nicht. Aber wie komme ich denn da rüber zur Kiste? Da will ich rüber. Wie komme ich da hin? Komme ich da hin, oder? Weiß nicht. Hier sieht es auch nicht aus. Na gut, lassen wir das. Ja. Wundervoll. Überspringen wir. So, jetzt werden wir uns auf den Weg machen, aber ins Dorf zu eiern. Hoffe ich zumindest. Lade schnell. Ökologischer Brück. Hallo, Brückmensch. Ich habe schon einige ungute gesehen, aber das. Oh, hallo. Wo denn her? Ich habe hier noch nie gesehen. Naja, ist im Grunde ja auch egal, endlich ist es klar. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten. Ich weiß auch schon mal zum Quatschen. Habt ihr die Gebilde gesehen, die ausgekommen sind? Ich spreche nicht von Pilzen. Ich meine, die anscheinend sind sie im ganzen Land getaucht. Aber das ist noch nicht alles. Ganz plötzlich fangen auch all die passenden Schreine an. Weißt du, was das bedeutet, oder? Das ist der Welt. Aber trotz dieses Trubels habe ich eine Sache weiter im Auge. Ich will ja nichts entgeht, wenn sich da etwas tut. Welche Sache denn? Na, den Wächter natürlich. Du kennst auch die alten. Hyrule. Das Ding da drüben. Ein umgedrehter Krug. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich bewegen konnte. Und schon steckte ich bis zum Hals in die Klemme. Das doch? Nein, ein anderer. Wie ausgesehen. Aber vor dem Wald. Wer mich entdeckt hat, hat er mehr roten Licht auf mich geschossen. Ich dachte, jetzt ist es. Dann wundert, dass ich im Wald entkommen konnte. Wie? Meine Reflexe? Nein, nein. Ich mache mir da keine Illusion. Das war reines Glück. Gegend um Hyrule gibt es. Okay, die können wir glaube ich nicht angreifen, aber wo eine coole Truhe haben wir, es sind 6 Goblins. Gut.
Speed, oder? Oh. Weiter machen soll. Hat sich ja richtig gelohnt. Nicht, dass da ein Wächter ist, der mir. So, wir müssen jetzt zu dem Dorf. Umrennen? Hackt. So, und vielleicht sollten wir den Turm auch mal als erstes erreichen. Einfach mal, um das Land weiter zu vergrößern. Das machen wir. Tipp. Noch ein. Rüstling, auch nicht. Okay, also ich glaube, ich bin an. Wir rennen erst im Turm. Weit weg, ne? Mein Gott, ist das Land groß. Noch so große Erinnerung. Ding Bock. Wo ist denn noch? B. Ah, doch, ein kleines Stück ist es schon. Hat er wieder rüber, oder? Naja. Wegflatter. Ob ich da hochkomme. Kann natürlich sein, dass ich es gar nicht schaffe. Darauf. Und der Zwilling. Weiß nicht, ob ich es schaffen mal. Aber ich habe ja noch so ein Essen bekommen. Moment, mal gucken. Bringen kann ich jetzt leider nicht, weil dann
Ja, gleich weg. Warte. Auch das sollten wir schaffen. Ich hoffe es. Sieht doch ganz gut aus. Letzte Tat für heute und dann sind wir auch wieder durch für heute. Cool, ist ja auch so schnell wieder auf. Im wahren Leben auch so, wäre es nicht schlecht, ne? Im Boden oder den Füßen und schon ist sie auch wieder. Noch was. Ist jedenfalls nicht ganz so schlimm wie bei Assassin's Creed. Hier haben die so ein bisschen. Irgendwie ist es cooler gemacht. Damals. Oder bei Far Cry. War das gleiche, ne? Türme. Ah. Damit. Hand. So, können wir uns jedenfalls immer hier hin teleportieren, was natürlich sehr cool ist. Guck mal, ist schon mal richtig. Wir müssen auch wirklich durch diese Zwerge durch, nämlich. Außenrum, glaube ich, wäre das. Finger durch. Mit den Karten. Wenn du dich schreien lässt, die du nicht hast, schlägt dein Sensor aus. Super. Gut. Danke. Leichschnecke, die wir da bleiben. Wir müssen eng sein. Der Weg. Ja, wir finden das schon. Man muss ja da oben irgendwo sein. Müsst ihr auf dem funktionsmäßig. Also okay. Gutling. Das ist natürlich jetzt clever, aber. Ich
Oh. Oh nein. Das sind. Wiederholen den Schrein. Und gleich noch hoch. Hat zu sein. Okay. Kommen wir hin. Los, Meg. Ja, aber damit verabschiede ich mich schon mal. Dann werden wir beim nächsten Mal besuchen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.